Kommen wir nun zu Frage 6. Was sagt Jesus über das Ende der Welt? Ist es A. Ein Ende der Welt gibt es nicht? Oder B. Jenen Tag und jene Stunde kennt niemand? Oder ist es C. Bereitet euch darauf vor, meine Brüder, denn das Ende bin ich. Oder ist das alles falsch und die richtige Antwort ist D. Jeder Tag ist das Ende. Kommt das Ende der Welt noch vor dem Ende dieser Sendung? Wieso fragst du das? Naja, wenn das Ende der Welt noch vor dem Ende dieser Sendung wäre, dann wüsste ich, dass ich nicht alle Fragen beantworten würde und würde dann jetzt schon nach Hause gehen. Also kommt das Ende der Welt noch vor dem Ende dieser Sendung? Also Häschen, ich habe keine Ahnung, wann das Ende der Welt kommt. Das weiß niemand. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, wann das Ende der Welt kommt. Ach so, das wusste ich nicht. Aber wenn das so ist, dann nehme ich doch einfach mal Antwort B. Okay, Antwort B. Und wie ich schon gesagt habe, ist Antwort B natürlich richtig. Jesus hat gesagt, dass kein Mensch weiß, wann das Ende der Welt kommt. Nur Gott, der Vater, weiß, wann es kommt. Aber wir sollen uns auf das Ende der Welt vorbereiten. Es kann jederzeit kommen. Wir sollen also immer bereit sein, dass das Ende der Welt kommen kann. Aber Jesus hat noch etwas gesagt. Und zwar hat er gesagt, ich bin bei euch, jeden Tag, bis an der Weltende. Also bis zum Ende der Welt wird Jesus immer bei uns sein.